sind Sabrina Raspado. Sie sind 37 Jahre alt und arbeiten auf der Gemeinde Monrisch als Architektin. Ziel ist mal etwas über deinen Beruf. Mein Beruf ist wirklich relativ vielfältig. Wir arbeiten grosse Projekte aus, wie heute ein Gemeindeatelier, wirklich Projekte d'Envergure. Oder auch mit kleinen Projekten, Renovationen, Projekten am Bestand. Dabei geht es wirklich von Rechnungen kontrollieren, mit Büro d'Etuden, sich auch mit dem Chefrat treffen für die strategische Entwicklung von der Gemeinde, Champions für Wehren, wie sie laufen. Also das ist wirklich ganz vielfältig. Welche Klischee geht es an deinem Job? Ich meine, dass das Klischee vom Architekt eigentlich so draußen ist, also den der Beruf, wo den Architekt halt einfach so heiser malt. Das ist ein bisschen das, was Leute mengen. Das mischt quasi 1% von einem Projekt aus. Darüber geht dann noch die ganze wirkliche Programmation und dann noch die Exekution, Chantier, Detailer, bis ganze Autorisationen und also mit Koordination mit den anderen Planungsbüros. Wie sieht dein schulischer und beruflicher Parcours aus? Mein letztes Jahr am nächsten 100 Stunden eine Sektion Artistik gemacht. Und weil ich eigentlich in eine ganz andere Richtung wollte schlagen, wie ich gemerkt habe, dass das mir eigentlich ganz gut gefallen hat, habe ich mir auch vorgestellt, dass ich nach Steck auch ganz künstlerisch begabt wäre. Und sind ich dann in diese Richtung gegangen. Und zu 90 ein Architekturstudium angefangen, wo ich dann 3 Jahre die Lizenz und dann Master habe ich dann das mit Städtebau kombiniert. Bis ich fertig war, habe ich in einem privaten Büro geschafft. Und habe auch hier schon die Gemeinde Monrisch kennengelernt, weil ich auch hier in Zusammenarbeit mit der Gemeinde schon ein Projekt gemacht habe. Und das war dann relativ schnell decidiert, dass wir hier einen Platz freigehen, dass ich mich dort gemeldet habe und dass ich bloß seit 4 Jahren arbeite.